Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist eine der schaurigsten Geschichten der Weltliteratur. Der Protagonist des Romans entdeckt einen Trank, der den zuvor so freundlichen Doktor in sein alter Ego verwandelt und zu einem Monster werden lässt, das imstande ist, die schrecklichsten Verbrechen zu begehen. Die Figur des Mr. Hyde ist der klassische Psychopath. Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind die Vorlage für Hitchcocks Psycho, für Hannibal Lecter und Freddy Krueger. Die Novelle beruht auf wahren Ereignissen. Als der Autor Robert Louis Stevenson sie im Jahr 1885 schrieb, ließ er sich von Geschichten realer Personen und seinem Geburtsort, der schottischen Hauptstadt Edinburgh, inspirieren. Es ist weniger das Psychogramm eines Mannes als das einer Gesellschaft. Und Edinburgh eignet sich bestens dafür. Unser Team ist nach Edinburgh gekommen, um die verborgene Stadt des Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu erkunden. Wir werden örtliche Experten treffen und die Relikte alter Bauten aufsuchen. Das ist ein heute verborgener Teil des einstigen Straßenbildes. Wir werden die dunkle Seite der Stadtgeschichte enthüllen. Gewalt, Armut und das Doppelleben einiger angesehener Bürger der Stadt aufdecken. In einem geheimen Tunnellabyrinth werden wir Beweise für den illegalen Handel mit Leichenteilen finden. Entdecken Sie mit uns die vergangene Welt von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Edinburgh, die Hauptstadt Schottlands, ist eine Stadt mit einer über 1000-jährigen Geschichte. Sie liegt an der Ostküste Großbritanniens, gute 60 Kilometer nördlich von der Grenze zu England. Edinburgh war die Heimatstadt des Schriftstellers Robert Louis Stevenson, der mit seiner Horrorgeschichte Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde berühmt wurde. Es ist die Geschichte des aufrechten Dr. Jekyll, der mit einem finsteren Fremden namens Edward Hyde einen Pakt schließt. Der bösartige Mr. Hyde begibt sich auf einen Mordzug, wird gejagt und schließlich gefangen. Schließlich kommt die Wahrheit ans Licht. Er und der gute Dr. Jekyll sind ein und dieselbe Person. Mehr als ein Jahrhundert nachdem die Novelle verfasst wurde, sind unsere Experten nach Edinburgh gekommen, um die wahre Welt hinter Stevensons makabrer Schöpfung zu enthüllen. Nach seinem Architekturstudium bereiste Benedict O'Loony ganz Europa, um alte Gebäude zu besichtigen. Jetzt wird er sein Wissen zur Erkundung der Architektur von Edinburgh einsetzen. Die Architektur dieser Stadt muss Inspiration für Stevenson in Dr. Jekyll und Mr. Hyde gewesen sein. Die Historikerin Tessa Dunlop ist wie Stevenson hier aufgewachsen und nun zurückgekehrt, um herauszufinden, wie diese Stadt Dr. Jekyll und Mr. Hyde entstehen ließ. Robert Louis Stevenson ist hier in Edinburgh geboren und aufgewachsen. In dieser Stadt lebte und atmete er. Sie prägte sein Denken und hat ihn dazu veranlasst, Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu schreiben. Tessa Dunlop und Benedict O'Loonys Mission wird von der Tatsache erschwert, dass Stevenson die Handlung seines Buches von Edinburgh nach London verlegte. Er beschreibt London als finsteres, nebliges Labyrinth. Der Nebel schlief noch auf dem Flügel über der versunkenen Stadt, in der die Lampen wie Karfunkel schimmerten. Und im matten Dunst dieser gefallenen Wolken lief das Leben der Stadt weiter. Doch Stevenson hat nie in London gelebt. Viele gehen davon aus, dass die Straßen Edinburghs die eigentliche Vorlage für den Handlungsort des Buches bilden. Tessa will diese Straßen ausfindig machen. Dazu trifft sie sich mit Jan Henderson, einem örtlichen Historiker. Wie groß ist der Einfluss Edinburghs auf Stevenson gewesen? Sehr groß. Es ist eine beeindruckende Stadt. Und sie war zu Stevensons Zeiten noch beeindruckender. In Dr. Jekyll und Mr. Hyde geht es genauso viel um Edinburgh wie um die fiktiven Figuren der Geschichte. Warum hat er die Handlung nach London verlegt? Stevenson war nicht dumm. Auf diese Weise konnte er mehr Geld verdienen. Hätte es ohne Edinburgh Dr. Jekyll und Mr. Hyde gegeben? Ich denke nicht. Es ist weniger das Psychogramm eines Mannes als das einer Gesellschaft. Robert Louis Stevenson hat Edinburgh in Dr. Jekyll und Mr. Hyde perfekt porträtiert. Edinburgh perfectly in Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Doch wo genau hat Steve Inspiration für sein schauriges Szenario gefunden? Tessa beginnt mit der Suche nach dem Haus, in dem Stevenson aufgewachsen ist. Sie findet es in der Harriet Row, einer der reichsten Straßen Edinburghs. Als Stevenson hier vor 150 Jahren lebte, war dieser Stadtteil ein neu erbauter Vorort. Dennoch wurde Stevenson jeden Tag daran erinnert, dass ein anderer Teil Edinburghs viel älter war. Dies ist das Haus von Robert Louis Stevenson. Er zog als siebenjähriger Junge hierher. Man muss sich ihn als sehr kränklichen kleinen Jungen vorstellen. Er hatte alle möglichen Krankheiten, wie zum Beispiel Scharlach und Bronchitis. Er verbrachte demnach nicht viel Zeit draußen beim Spielen. Meistens war er auf dem Speicher und blickte aus dem Fenster. Was er von dort aus sah, war die andere Hälfte Edinburghs. Eine sehr andersartige Seite der Stadt. Stevenson lebte im wohlhabenden Stadtteil von Edinburgh, doch von seinem Zimmer aus konnte er auf die Altstadt blicken, auf Straßen und Gebäude, die über 600 Jahre alt waren. Als er aufwuchs, wurde der einmalige Charakter der Altstadt für ihn zur Besessenheit. Er schrieb sogar einen Stadtführer, in dem er alle Sehenswürdigkeiten detailliert schilderte. Er beschreibt das Straßenlabyrinth Edinburghs. Durch dunkle Torbögen und über dunkle Stufen gelangt man in dunkle Gassen, die so eng sind, dass man beide Wände mit den Händen berühren kann. Waren diese Straßen die Inspiration für die dunklen und bedrohlichen Gassen der Novelle? Benedict begibt sich in das Zentrum der Altstadt. Ich habe eine Kopie dieser fantastischen Stadtkarte von Edinburgh aus den 1640er Jahren aufgetrieben. Es zeigt diese schmalen Gassen, die zur High Street führen. Wir sehen eine unglaublich komprimierte Stadtlandschaft, die für die Altstadt charakteristisch war. Das kann man in Edinburgh heute noch erkennen. Viele der alten Gebäude sind neuen gewichen, doch der Grundriss hat sich seit 500 Jahren kaum verändert. Enge, verwinkelte Straßen und Sackgassen, die von der High Street wegführen, bestimmen das Stadtbild. Anhand alter Stadtkarten können wir das alte Straßenbild rekonstruieren. Die Straßen sind um das Edinburgh Castle herumgewachsen, eine Burg, die noch immer über der Stadt thront. Die Hauptstraße, die von der Burg führt, nannte man Royal Mile. Im Jahr 1513 wurde eine Mauer um die Stadt gebaut. Das bedeutete, dass Edinburgh nur noch in eine Richtung wachsen konnte, nach oben. Manche Gebäude waren bis zu 14 Stockwerke hoch. Die Straßen waren eng, weil man keinen Platz hatte. Und die hohen Häuser verliehen ihnen etwas Düsteres. Stevensons Beschreibung der Orte, die Mr. Hyde aufsucht, entspricht diesem Straßenbild. Das trostlose Viertel mit seinen schlammigen Straßen, verdreckten Passagen und seinen nie erlöschenden Laternen erschien einem wie eine Stadtszene aus einem Albtraum. Doch es war nicht nur diese sichtbare Seite der Stadt, die Stevenson beeinflusste, es war auch ihre Atmosphäre. Unsere Experten müssen 150 Jahre zurückgehen, um das Edinburgh zu finden, das der Autor kannte. Auf der Suche nach den Überresten einer unterirdischen Stadt, in der sich Geschichten von Leichenräubern und Serienmördern abspielten. Jene Personen und Orte, die Stevenson zur Schöpfung des Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspirierten. Das Team sucht nach Hinweisen auf diese authentischen Ereignisse sowie nach den Schauplätzen von Stevensons Geschichte. Diese spielt in einer finsteren Stadtlandschaft. Hier war es dunkel wie am Ende des Abends. Die Gassen lagen in braunem Licht. Der Nebel wurde von mageren Lichtstrahlen durchbrochen, die sich zwischen die Dunstschwaden zwängten. Um herauszufinden, wie Edinburgh zu solch albtraumhaften Visionen inspirieren konnte, erkunden Tessa und Benedict die Stadt, wie sie der Autor Stevenson vor 150 Jahren erlebt haben muss. Einige Straßen und Gebäude jener Zeit sind erhalten geblieben, weil Edinburgh auf einem besonderen Boden gebaut wurde. Um mehr darüber zu erfahren, sucht Tessa Salisbury Crags auf, einen großen Hügel, der sich mitten in der Stadt befindet. Dort trifft sie den Architekten Charles McKean. Eine wirklich außergewöhnliche Aussicht. Eine der wenigen Städte, die man aus dieser Höhe betrachten kann.
Sie ist für ihre Hügel bekannt, weil es ursprünglich Vulkane waren. Genau, das hier ist eine Vulkanlandschaft. Wo heute die Burg steht, war früher ein Vulkan. Als er ausbrach, bildete sich ein Ausläufer, der später zur High Street wurde. An dem Platz, an dem wir jetzt stehen, war noch ein Vulkan. Die Stadt hat einen besonderen geologischen Hintergrund. Vor 350 Millionen Jahren bedeckten Vulkane dieses Gebiet. Während der Eiszeit wurde der weiche Stein abgetragen und hinterließ Lavasäulen, die bis zu 60 Meter hoch waren. Dieses Vulkangestein wurde zum Fundament, auf dem die Stadt Edinburgh heute steht. Das war also geschmolzene Lava? Ja. Vor Millionen von Jahren? Vor sehr langer Zeit. Der Vulkan spuckte Lavamassen aus, die auf dem Weg talwärts erstarrten. Sie bildeten ein wunderbares Fundament für die Stadt. Mit diesem Stein wurde hier über 3000 Jahre lang gebaut. Dieses haltbare Gestein lässt sich mit den stabilsten Fundamenten vergleichen. Die Gebäude Edinburghs sind also unverwüstlich. Häuser und sogar ganze Straßen, die Stevenson gekannt haben muss, sind unterirdisch erhalten geblieben. Eine dieser Gassen ist die Mary King's Close. Sie liegt unter den City Chambers, einem großen Regierungs-Royal Mile aus dem Jahre 1753. Tessa hat sich mit Jan Henderson getroffen, um mehr darüber zu erfahren. Wir befinden uns auf einem steilen Hügel, der von der Royal Mile hinunter zur Coburn Street führt. Mary King's Close lag auf diesem Hügel und später wurden die City Chambers darüber gebaut. Es ist also eine unterirdische Höhle? Ja, ist es. Direkt unter den Mauern des Royal Exchange liegt ein Labyrinth alter Häuser, von denen viele über 500 Jahre alt sind. Wie mag das Leben dort unten die Welt des Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspiriert haben? Diese Tapete stammt aus dem 17. Jahrhundert. Hier haben wirklich Menschen gelebt. Es scheint, als wären wir auf offener Straße, aber sie ist unterirdisch. Wie lässt sich das erklären? Wenn man nach oben blickt, sieht man anstatt des Himmels den Boden des Regierungsgebäudes. Die Stabilität des Vulkangesteins ersparte den Architekten der City Chambers den Bau neuer Fundamente. Sie errichteten das Gebäude einfach über den bestehenden Häusern und entfernten lediglich die oberen Stockwerke, um eine ebene Fläche zu schaffen. Die Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde spielte in einem Elendsviertel. Der Nebel lichtete sich ein wenig und er sah eine schäbige Gasse, einen Gin-Palast und Kinder, die in Häusereingängen kauerten. Ähnliches findet Tessa in Mary King's Close vor. Schwer vorstellbar, wie das Leben hier damals war. Wahrscheinlich ziemlich elend. Es war abscheulich. Edinburgh hatte kein Kanalisationssystem. Wenn man seinen Abfall entsorgte, öffnete man einfach das Fenster und schrie Gardez-l'eau, eine Variation des französischen Gardez-l'eau, Achtung Wasser. Nur war es kein Wasser, sondern Abwasser, Ausscheidungen, tote Katzen, die Großmutter, alles, was man loswerden wollte. Wenn man von oben Gardez-l'eau hörte, musste man Have your hand, halte deine Hand zurückrufen. Das gab einem Zeit, sich schnell zu entfernen oder sich gegen die Wand zu drücken, bevor der Unrat auf einem landete. Das Viertel war hoffnungslos übervölkert. Eine Untersuchung der hiesigen Lebensbedingungen aus dem 18. Jahrhundert ergab, dass 1000 Menschen in einer einzigen kurzen Gasse lebten. Gab es unter den Bewohnern eine soziale Hierarchie? Ja, die gab es und sie war sehr merkwürdig. Wegen der Überbevölkerung lebten alle zusammen in den gleichen Häusern. Die Reichen bemühten sich, den Armen aus dem Weg zu gehen. Das war nicht einfach. Und sie bauten zu diesem Zweck sogar eigene Aufgänge zu den Fenstern ihrer Wohnungen, damit sie nicht das gemeinsame Treppenhaus benutzen und dort den unteren Schichten begegnen mussten. Wir können rekonstruieren, wie Mary King's Close ausgesehen haben muss, bevor es unter den City Chambers begraben wurde. Die Gebäude waren mehrstöckig und die ärmsten Bewohner lebten in den Erdgeschossen direkt neben den schmutzigen Straßen. Doch die Straße wurde nicht verlassen, als man die City Chambers darüber errichtete.
Die Ärmsten der Armen lebten weiterhin unter diesem großen Gebäude. So war es auch noch 100 Jahre später, als Stevenson in der Stadt lebte. Als Stevenson hier lebte, war die Straße schon von den City Chambers überbaut. Kannte er diesen Ort? Ja, er wusste bestimmt von Mary King's Close. Er kam sicherlich in die Altstadt und sah die Armut und die Verbrechen dort. Er schrieb sogar darüber. Er schrieb vermutlich nur über Dinge, die er auch gesehen hatte. Mary King's Close war schmutzig und buchstäblich im Elend begraben. So wurde die Gasse zu einer geografischen Vorlage für die schaurige und gefährliche Stadt des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Doch Edinburgh lieferte Stevenson noch ein weiteres Grundmotiv für seine Erzählung. Jeder Mensch hat zwei Seiten. Das Konzept einer gespaltenen Persönlichkeit war damals so neu und beunruhigend, dass es die Leser schockierte. Dieses Konzept basierte auf wahren Begebenheiten in Edinburgh. Unsere Experten befinden sich in der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Sie wollen die Welt entdecken, die Robert Louis Stevenson zur Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspiriert hatte. Sie haben herausgefunden, dass Edinburghs Vergangenheit in einer verborgenen Unterwelt begraben liegt. Doch die Stadt ist nicht nur in einen überirdischen und einen unterirdischen Bereich geteilt. Es existiert auch eine geografische Unterteilung zwischen der Altstadt und der Neustadt. Diese Unterteilung hatte einen direkten Einfluss auf das Grundmotiv des Buches. Jeder Mensch hat zwei Seiten. In jedem existiert Gut und Böse. Wie die Figur des Dr. Jekyll hatte auch das Edinburgh, in dem Stevenson lebte, zwei Gesichter. Im Norden war aus dem Nichts ein neuer Stadtteil entstanden, der sich grundsätzlich von der Altstadt unterschied. Eine Stadt mit zwei verschiedenen Identitäten. Ist darin die Inspiration für Stevensons Grundmotiv zu suchen? Tessa und Charles McKean treffen sich in den Stadtarchiven von Edinburgh. Warum baute man einen neuen Stadtteil? Eine politische Entscheidung. Edinburgh wollte sich neu definieren und man beschloss, gegenüber der Altstadt einen neuen Stadtteil zu bauen, der eine neue Lebensform repräsentieren sollte, eine neue Zivilgesellschaft. Die Neuentwicklung Edinburghs war ein riesiges Ereignis, für das die Stadt einen Wettbewerb ausschrieb. Architekten aus dem ganzen Land wurden aufgefordert, ihre Pläne einzureichen. Der Gewinner hatte eine Vorstadt mit breiten, eleganten, geometrisch angelegten Straßen vorgeschlagen. Hier wurde nur für reiche Leute hohen Ranges gebaut, für die Aristokratie. Daran ließ man keinen Zweifel. Arbeiter und die gewöhnlichen Menschen mussten in der Altstadt zurückbleiben. Das hier war ein exklusiver Vorort. 70 Jahre lang wurden die Lebensumstände in Edinburgh weiter verbessert und die Stadt veränderte sich völlig. Sumpfgebiete wurden in öffentliche Parks verwandelt. Brücken wurden gebaut, um beide Stadtteile zu verbinden, und Eisenbahngleise wurden im Tal dazwischen verlegt. Edinburgh wurden tatsächlich zwei Städte. Die Errichtung dieser Neustadt für die Aristokraten muss große Auswirkungen auf die ganze Stadt gehabt haben. Ganz recht. Erst langsam und dann immer schneller zog die Mittelklasse aus der Altstadt in die Neustadt. Bald schon wurde die Altstadt fluchtartig von allen verlassen, die es sich leisten konnten. Und damit begann ihr gradueller Verfall. Auf diese Weise, physisch und wirtschaftlich geteilt, entwickelten sich die zwei Stadtteile zu extremen Gegensätzen. Ganz wie das schizophrene Monster, das Stevenson kreieren würde, war die eine Seite wohlhabend und respektabel und die andere dunkel und korrupt. Die beste Erklärung gibt diese Karte hier. Sie wurde etwa im Jahr 1820 erstellt. Die Neustadt ist fertig und man sieht gleich, dass sie sich sehr von der Altstadt unterscheidet. Sie besteht aus breiten Straßen mit großen Häusern. Vergleichen Sie das mal mit der Altstadt. Das Erstaunliche daran ist diese ruhige Symmetrie auf der einen Seite und dieser dunkle Wirrwarr auf der anderen. Das ist die architektonische Verkörperung des professionell-rationalen Dr. Jekyll und des haarigen Mr. Hyde.
Vermuten Sie, dass es im Buch auch um die Stadt Edinburgh geht? Ich denke ja. Er hat wie kein anderer die Atmosphäre dieser Stadt aufgesaugt und in Literatur umgewandelt. Doch solche Gedanken hatten nicht nur im Stadtbild Edinburghs ihren Ursprung. Sie bezogen sich auch auf reelle Figuren der Stadtgeschichte. Als der Bau der Neustadt die Altstadt verarmen ließ und gesetzlos machte, wurden ihre Straßen zu einem Zufluchtsort für Kriminelle. Darunter war auch ein junger Mann namens Deacon Brough. Geschichte ist legendär. Wie hätte jemand wie Deacon Brodie in dieses Szenario gepasst? Ich kann mir gut vorstellen, wie er durch diese Gassen zieht. Deacon Brodie ist ein seltsamer Fall, weil er sozusagen auf zwei Ebenen des Stadtlebens agierte. Er war ein angesehener Mann, ein Stadtrat und besaß sicherlich eines dieser Mitteletagenhäuser. Doch nachts war er ein Glücksspieler und Betrüger, der sich in den Kellern herumtrieb, Würfel spielte, bei Hahnenkämpfen wettete und üblen Zeitvertreiben nachging. Er ist eine wahrscheinliche Vorlage für Stevensons Dr. Jekyll. Doch er lebte 70 Jahre, bevor Stevenson zur Welt kam. Was wusste Stevenson über diesen Brodie? Die Antwort liegt am Standort des alten, auch als Tollbooth bekannten Gefängnisses Edinburgh begraben. Das Gebäude wurde im Jahr 1817 zerstört. Historikerin Jane Caldwell zeigt Benedict, an welchem Platz es sich einst befand. Hier drüben hat es gestanden. Seine Türme erstreckten sich bis zur Royal Mile und versperrte Passanten den Durchgang. Ein ziemlich verwinkeltes Gebäude, das hier über die Jahre gewachsen war. Die Zustände im Inneren waren absolut schrecklich. In der Mitte einer Zelle gab es zum Beispiel anstatt Abflussrohre lediglich ein Loch, in das alles abfloss. Im Gefängnis wurden auch öffentliche Hinrichtungen vollzogen und im Jahr 1788 hängte man hier Deacon Brodie, der bei einem bewaffneten Raubüberfall verhaftet worden war. Es gab ein Henkerspodest. Hier versammelten sich bei einer dieser Hinrichtungen bis zu 20.000 Schaulustige. Wir rekonstruieren, wie das alte Gefängnis ausgesehen haben muss, als Brodie gehängt wurde. Wenige Jahre zuvor war eine neue Bühne errichtet worden, um den Zuschauern eine bessere Sicht zu ermöglichen. Er war nicht einmal nervös, als er auf das Henkerspodest stieg. Man sagt, er habe seinen Kragen präpariert und den Henker bestochen, um dem Tod zu entkommen. Vom 19. Jahrhundert an wurde in Großbritannien nach der Long-Drop-Methode gehängt. Die Gewalt und die Tiefe des Falls ließen das Genick des Opfers brechen. Der Tod trat schnell ein. Doch zu Brodies Zeiten hatten die Galgen eine kürzere Fallstrecke und das Opfer starb oft erst nach einer Stunde den Erstickungstod. Die Hinrichtung des Deacon Brodie war ein großes öffentliches Ereignis. Jane Caldwells Theorie zufolge war Deacon Brodie eine der wichtigsten Inspirationen für Stevensons Roman. Robert Louis Stevenson war in seiner Jugend oft krank. Als er bettlägerig war, bekam er von vielen Leuten Geschichten erzählt. Eine dieser Geschichten, die er sich immer wieder erzählen ließ, war die des berühmten Deacon Brodie. Als er älter wurde, wollte er diese Geschichte selbst erzählen. Aber er hielt es nicht für angemessen, ein und dieselbe Figur am Tag und in der Nacht zwei verschiedene Rollen spielen zu lassen. Also gab er ihr zwei verschiedene Namen, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Doch es gibt noch ein weiteres Element in der Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Es ist eine Geschichte wissenschaftlicher Verirrung. Dieses Motiv wurde abermals von authentischen Ereignissen in der Stadt inspiriert. Wir decken das mörderische Geschäft auf, das die berühmtesten Chirurgen der Stadt heimlich mit Forschungsobjekten versorgte. Noch immer sind wir auf der Suche nach Spuren der Ereignisse, die Robert Louis Stevenson vor 150 Jahren zu der Horrorgeschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspiriert haben könnten. Im Buch werden die blutigen Verbrechen des Mr. Hyde nie detailliert geschildert. Seine Aktivitäten werden lediglich als höllisch, niederträchtig oder unbeschreiblich bezeichnet. Wurde Stevenson tatsächlich von einer Serie echter Verbrechen zu seiner Novelle inspiriert?
Benedict ist auf der Spur eines finsteren Gerüchts, demnach Edinburgh als damaliges Zentrum des illegalen Handels mit Leichenteilen galt. Seine Suche führt ihn an eine der Brücken, die vor mehr als 200 Jahren gebaut wurde, um die zwei Teile Edinburghs zu verbinden. Im Jahr 1785 ließen die Stadtväter diese fantastische neue Brücke bauen, die den felsigen Grat der mittelalterlichen Stadt mit den eleganten Neubaugebieten verband. Sie ermöglichte den Bewohnern Edinburghs, zum ersten Mal aus der Altstadt in diese eleganten, höher gelegenen Wohngebiete zu gelangen, ohne vorher durch die alten Gassen der Elendsviertel laufen zu müssen. Die Brücke führte durch zwei Häuserreihen hindurch, in denen neue modische Läden eröffnet werden sollten. Die Häuser verbergen 19 tragende Brückenbögen. Mehr als 100 Jahre lang waren diese Gewölbe verschlossen und vergessen. Jetzt will Benedict herausfinden, wie sie mit der Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde in Verbindung gebracht werden können. Ein großartiger hoher Raum. Wir befinden uns unter der South Bridge und über uns fließt der Verkehr. Das ist also eine Art Lichtung in den Slums, in die man über die verwinkelten Gassen der Altstadt und durch dieses beeindruckende Stück Stadtarchitektur des 18. Jahrhunderts gelangt. Ganz genau. Es wurden tatsächlich 4 Straßenzüge abgerissen und die Steine dazu verwendet, diesen Raum hier zu bauen. Man sieht in der Ecke dort im Mauerwerk einen Türsturz von einem der abgerissenen Häuser jener Gassen. Wie wurde der Raum genutzt? Diese Räume waren als Werkstätten und Lagerräume für die Geschäfte auf beiden Seiten der Brücke gedacht. Der ganze Raum sollte genutzt werden. Wenn man also nach hinten blickt, sieht man, wie er aufgeteilt war. Wir haben Hinweise darauf gefunden, dass hier Bier gelagert wurde und auch Weinkeller eingerichtet wurden. Während die Oberschicht Edinburghs die Vorteile der schönen neuen Brücke genießen konnte, arbeitete die arme Stadtbevölkerung hier unten im Dreck. Es gibt in diesen Gewölben insgesamt 120 Zimmer mit einer Länge von 1 bis 18 Metern. Man kann das Tropfen um uns herum hören und die Stalaktiten sich gebildet haben. Man baute nur wenige Feuerstellen und Kamine. Man kann sich also vorstellen, wie die Feuer hier unten brannten und der Raum sich mit Rauch füllte. Es gab in den fensterlosen Räumen kein natürliches Licht und deshalb wurden primitive Öllampen verwendet. Das billigste Öl war aus Fischtran, also stank es in diesen Räumen auch noch nach verbranntem Fischfett. Es gab hier auch keine Kanalisation und man verrichtete seine Notdurft in Eimer, die in den Ecken standen. Hier unten herrschten wirklich ekelerregende Zustände. Über die Jahre änderte sich die Funktion dieser Gewölbe. Das waren große Räume. Ärmere Bevölkerungsschichten nutzten sie also vielleicht als Lagerräume und sogar Wohnräume. Der Mangel an Wohnraum war zu jener Zeit akut. In der Zeit zwischen 1800 und 1840 verdoppelte sich die Bevölkerung Edinburghs, weil immer mehr verarmte Landbevölkerung in die Stadt zog. Die ganze Gegend wurde für ihre extreme Armut und ihre Slums bekannt. Diese Räume waren zwar armselig, boten Obdachlosen aber doch ein Dach über dem Kopf. Das war immer noch besser, als auf der Straße zu schlafen. Man kann also verstehen, warum hier Zuflucht gesucht wurde. Was spielte sich hier ab? Es gab hier jede Menge illegale Aktivitäten. Die Anzahl an Kneipen und Bordellen vervielfachte sich und man nutzte dazu sicherlich auch diese Räume. Dieses Viertel Edinburghs wurde gesetzlos. Doch was verband dieses Gewölbe mit dem Gerücht, dass in der Stadt mit Körperteilen gehandelt wurde? Wenn man hier reinkommt, sieht man erst diese normale, flache Wand, bis man an diese Stelle hier gelangt. Das sieht nach einem hastig gebauten Tunnel aus. Genau. Was ist das? Das ist nur die Hälfte des Tunnels. Auf der anderen Seite führt er zur Infirmary Street. Der Tunnel verläuft in südlicher Richtung zur Edinburgh Medical School. Weil der Durchgang blockiert ist, folgen Jane und Benedict dem Tunnel überirdisch bis zu einer alten Bar.
Dort steigen sie wieder in den Keller hinab. Ich war noch nie hier unten. Ich dachte, wir würden schon wieder einen Keller vorfinden, aber nicht einen so großen. Unter uns sieht es wie auf den Straßen des alten Edinburghs aus. In der Mitte ein Abflussgitter und auf beiden Seiten davon grobe Pflastersteine. Das ist ein Stück Straße der verborgenen Altstadt. Das könnte die alte Infirmary Street gewesen sein. Sie existierte, bevor die South Bridge gebaut wurde. Ich habe 29 Stufen von der Straßenoberfläche bis nach unten gezählt. Wir sind also knapp 7 Meter unter der Straße. Ungefähr so tief lag auch der Tunnel bei der South Street Brücke. Könnte es derselbe Tunnel sein? Könnte gut sein. Es gibt Ähnlichkeiten. Jane und Benedict haben einen unterirdischen Geheimgang entdeckt, der die düsteren Gewölbe mit der medizinischen Fakultät verbindet und im 19. Jahrhundert genutzt wurde, als Edinburgh die europäische Hauptstadt der Medizin war. Studenten der Anatomie sollen hier die beste Ausbildung erhalten haben. Warum waren jene zwei Welten auf diese Weise miteinander verbunden? Und was hat das mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde zu tun? Anatomie war wirklich die Basis für alle klinischen Ausbildungen. Wenn ein Student also Chirurg werden wollte, musste er die Anatomie in- und auswendig beherrschen. Das Problem war aber der Mangel an Leichen für das Sezieren. In Edinburgh, dem wachsenden Zentrum der Medizin, gab es also einen Mangel an Leichen. Es entstand ein schwunghafter Handel mit gerauten Leichen. Im 19. Jahrhundert wurden Leichen auf Edinburghs Friedhöfen ausgegraben und an die medizinische Fakultät verkauft. Doch wusste Stevenson von diesen grausigen Aktivitäten? Hinterließen die Leichenräuber Beweise? Tessa Dunlop begibt sich an einen der winzigen Stadtfriedhöfe. Ist das einer der Friedhöfe der Leichenräuber? Ja, Greyfriars war einer ihrer Lieblingsfriedhöfe. Er befindet sich mitten in der Altstadt. Hier fanden die ganzen kriminellen Aktivitäten statt. Er liegt nah an der anatomischen Fakultät, an die man die Leichen verkaufte. Die Resurrection Men, wie man die Leichenräuber nannte, kamen in der Nacht, kletterten über die Wand und suchten nach frischen Gräbern. Sie gruben die Särge aus, öffneten sie, schoben Haken in die Nasenlöcher der Leichen, zogen sie so heraus und steckten sie in Säcke. Ist immer schrecklich für die Familien der Verstorbenen. Man war damals sehr abergläubisch und Leichenraub war eine schreckliche Tat. Die Resurrection Men waren Abschaum, schlimmer als Mörder. Leichenraub war so weit verbreitet, dass er sogar die Bauweise von Friedhöfen beeinflusste. Wände und Wachtürme wurden errichtet, um die Toten der Stadt zu beschützen. Wenn man genug Geld besaß, konnte man seinen Körper in so ein Ding einsperren lassen. Das nennt man einen Mortis Lock. Die Leiche kann nicht herausgenommen werden. Wenn sie erst einige Tage alt war, wurde sie für Anatomen und für Leichenräuber wertlos. Dann konnte sie herausgenommen und richtig begraben werden. Leichenraub war ein grausiger, aber einträglicher Beruf. Die Leiche eines Kindes brachte 1 bis 1,50 Pfund ein. Wenn viele Leichen verfügbar waren, konnte man sie für vielleicht 4 oder 5 Pfund verkaufen. Bei einem Mangel an Leichen wurden manchmal 15, 20 oder sogar 30 Pfund gezahlt. Das war damals viel Geld. Jeder frische Kadaver brachte bis zu 500 Pfund in heutiger Währung ein. Die Leichenräuber waren fast immer verzweifelte Männer aus den Armenvierteln. Das waren auch die Leute, die jene Gewölbe der South Street Bridge als Zufluchtsort, aber auch als geheimen, unterirdischen Umschlagplatz für Leichen nutzten. Direkt neben den Gewölben befindet sich eine alte Bar namens Bannerman's. Das war die Lieblingsbar keines Geringeren als Robert Louis Stevenson. Er muss hier Geschichten über die Leichenräuber gehört haben. Er mag sogar einigen dieser zwielichtigen Gestalten begegnet sein. Doch es war ein ganz bestimmter Mann und eine ganz bestimmte Geschichte, die ihn zu der Figur des Dr. Jekyll inspiriert haben muss.
Dieser Mann hieß William Burke. Er war einer der umtriebigsten Serienmörder Schottlands. Unsere Experten befinden sich in der Altstadt Edinburghs. Sie haben herausgefunden, dass diese Stadt eine geheime Unterwelt und eine blutige Vergangenheit verbirgt. All das hat Robert Louis Stevenson zu der grausigen Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde inspiriert. Vor Stevensons Zeit trieben in Edinburgh furchterregende Leichenräuber ihr Unwesen. Sie suchten die Friedhöfe auf und gruben Leichen aus, die sie an die medizinische Fakultät verkauften. Dieses Szenario diente als Vorlage für Stevensons Geschichte. Im Sommer des Jahres 1828 kamen die irischen Immigranten William Burke und William Hare auf eine Idee, die den Leichenhandel vereinfachte. Wer waren Burke und Hare? Burke und Hare waren keine Leichenräuber. Sie waren Serienmörder, die nachts durch die Stadt strichen und nach Leuten suchten, die keiner vermissen würde. Sie hatten es also auf die Armen und auf Prostituierte abgesehen. Sie boten ihnen einen gemütlichen Platz an einem warmen Feuer und so viel zu trinken, wie sie wollten. Sie machten die Leute richtig betrunken. Dann drückte William Hare das Opfer zu Boden, während William Burke es tötete. Seine Mordwaffe waren drei Finger. Mit zweien drückte er die Nase zu und mit einem verschloss er den Mund. Das Opfer erstickte innerhalb weniger Minuten. Auf diese Weise hatten sie eine saubere Leiche ohne offene Wunden oder große Blutergüsse. Diese Leichen konnten sie dann an die medizinische Fakultät verkaufen. In 18 Monaten ermordeten Burke und Hare 17 Menschen. Das war der größte Serienmord, den Schottland je erlebt hatte. Burke und Hare müssen wirklich finstere Gestalten gewesen sein. Sie wählten ihre Mordopfer nach bestimmten Kriterien aus. Meistens waren es ältere und wehrlose Menschen. Sie waren oft neu in der Stadt und keiner würde sie vermissen. Eines der Mordopfer war eine Prostituierte und ein anderes ein kleiner behinderter Junge. Das ist wirklich, wirklich grausam. Doch Burke und Hare sollten nicht ungestraft davonkommen. Ein Assistent der Chirurgie erkannte eine der Leichen. Es war die einer jungen Prostituierten namens Mary Patterson. Der leitende Sezierer, Mr. Ferguson, hatte ein oder zwei Tage zuvor mit ihr geschlafen. Einige seiner Studenten hatten in den Tagen und Wochen zuvor mit ihr geschlafen. Sie wurde sofort erkannt. Sie fragten also Burke, wie ist sie gestorben? Sie war doch noch so jung. Er sagte, so etwas passiert mit Leuten, die zu viel trinken. Und sie war offensichtlich Alkoholikerin. Nachforschungen führten die Polizei zu William Hare, der alles gestand. William Burke wurde vor Gericht des mehrfachen Mordes für schuldig befunden. William Burke wurde öffentlich hingerichtet und etwa 20.000 Schaulustige kamen, um zu sehen, wie er gehängt wurde. Man kann sich vorstellen, wie sich alle an den Fenstern und in den Straßen versammelten. Da er der medizinischen Fakultät so viel gegeben hatte, hielt man es für angebracht, dass das letzte perfekte Geschenk sein eigener Körper sein sollte. Seine Leiche wurde zur medizinischen Fakultät geschickt und erfuhr die gleiche Behandlung wie die Leichen seiner Opfer. Es wurden einige Masken von ihm angefertigt. Dieser Abguss wurde gemacht, als er im Tollbooth-Gefängnis saß. Das ist ein Abguss der Totenmaske, die kurz nach seiner Hinrichtung gemacht wurde. Es ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ist das hier der Abdruck des Seils. Nachdem die Totenmaske gegossen war, sezierte man Burkes Leiche. Aus seiner Haut wurden Notizbücher hergestellt. Einige davon sind nach wie vor erhalten. Tessa erfährt, dass sein Skelett auch noch hier ist. Das ist also der berüchtigte Burke. Ziemlich makaber. Er wurde unter der Aufsicht des damaligen Professors der Anatomie seziert. Man wollte andere davon abschrecken, Morde zu begehen. William Burke wurde im Jahre 1831 hingerichtet, 20 Jahre vor Robert Louis Stevensons Geburt. War dies der Mann, der ihn zu seiner Geschichte inspirierte? Die großen Parallelen zwischen Stevensons Jekyll und Hyde und dieser seltsamen Doppelwelt der Mediziner, Leichenräuber und Mörder ist nicht zu übersehen.
Stevenson wurde von den damals schon legendären Ereignissen inspiriert, die sich in Edinburgh vor so vielen Jahren rund um die Gestalten Burke und Hare abgespielt hatten. Stevenson kannte die Geschichte des William Burke. Er schrieb sogar eine Erzählung über seine Verbrechen. Doch Tessa ist nicht davon überzeugt, dass dies die Figur ist, auf der Dr. Jekyll basiert. Es ist interessant, weil der niederträchtige Leichenraub dem notwendigen wissenschaftlichen Fortschritt gegenübersteht. Die Leichenräuber wurden verteufelt, aber sie waren nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite waren die Ärzte, die die Leichen kauften. Das brachte Ärzten in Edinburgh damals einen sehr schlechten Ruf ein. Und Stevenson schreibt schließlich über einen sehr zwielichtigen Doktor. Jekyll ist ein angesehener Doktor, doch er missbraucht sein medizinisches Wissen und kreiert einen Trank, der es ihm ermöglicht, seinen finstersten Bedürfnissen nachzugehen. Tessa hat erkannt, dass die wahre Vorlage für Dr. Jekyll nicht in den armen Vierteln der Stadt zu suchen ist, sondern in der reichen Neustadt bei den angesehenen Bürgern. Und einer dieser Bürger verdient besondere Aufmerksamkeit. Dr. Robert Knox. Dr. Knox war in der ganzen Stadt bekannt und unterrichtete Anatomie. Seine Vorlesungen besuchten über 500 Studenten. Er war derjenige, der all die Opfer des William Burke und William Hare kaufte. Dr. Knox war sehr achtlos. Wenn er die Leichen näher betrachtet hätte, wäre ihm sicherlich aufgefallen, dass einige darunter verdächtig waren. In den meisten Fällen war es ihm wahrscheinlich einfach egal. Und deshalb fragte er nicht weiter nach. Dr. Knox war ein Arzt, der mit Leichen experimentierte. Dr. Jekyll war ein Arzt, der medizinisches Wissen einsetzte, um seine mörderischen Fantasien zu verwirklichen. Basiert Dr. Jekyll auf der authentischen Figur des Dr. Knox? Um das herauszufinden, begibt sich Tessa an den einstigen Wohnort von Dr. Knox, am Surgeon Square. Ich stehe an dem Platz, an dem Dr. Knox seine Praxis hatte. Interessanterweise schreibt Stevenson, dass auch Dr. Jekyll an einem Platz mit alten, eleganten Häusern wohnte. In Stevensons Roman lebt Dr. Jekyll in einem Haus, das einst einem gefeierten Chirurgen gehört hatte. An der Rückseite des Gebäudes befand sich sogar ein altes anatomisches Labor. Dr. Jekylls alter Ego Mr. Hyde geht durch die Hintertüre dieses Zimmers ein und aus. Dr. Knox hatte auch ein anatomisches Labor in seinem Haus. Er bat Burke und Hare offenbar, für ihre Lieferungen die Hintertür zu nutzen. Das Haus von Dr. Knox existiert nicht mehr. Doch wir können rekonstruieren, wie es einst ausgesehen hat. Erstaunlicherweise ist es fast identisch mit Stevensons Beschreibung von Dr. Jekylls Haus. Um die Ecke gab es einen Platz mit alten, eleganten Häusern. Eines dieser Häuser, das zweite von der Straßenecke, war immer noch bewohnt. Die Tür des Hauses stellte Reichtum zur Schau. Dr. Knox ist die authentische Person hinter Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Meine Rückkehr nach Edinburgh hat mir deutlich gemacht, was Stevenson beim Schreiben von Dr. Jekyll und Mr. Hyde im Sinn hatte. Er war in einer Stadt der Gegensätze geboren worden und muss die Geschichten genossen haben, die man in Edinburgh erzählte. Geschichten über Deacon Brodie, Burke und Hare, die Leichenräuber und Dr. Knox. All diese Gegensätze und Scheinheiligkeiten sind in den verschiedenen Elementen des Romans zu einer brillanten Geschichte des von Dr. Jekyll und Mr. Hyde verkörperten schrecklichen Monsters verwoben. Stevensons Roman wurde von Edinburghs Gebäuden und geschichtlicher Vergangenheit inspiriert. Nachdem wir die erstaunlichen Räume der Altstadt, der Neustadt und die Gewölbe unter den Brücken aus dem 18. Jahrhundert erkundet haben, bin ich davon überzeugt, dass der Charakter dieser Stadt eine große Inspiration für die Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde gewesen ist. Sie haben herausgefunden, dass die Inspiration zu den Figuren des Dr. Jekyll und Mr. Hyde keine Einzelperson und kein einzelnes Gebäude gewesen sein kann. Das Werk ist das Spiegelbild einer Kombination albtraumhafter Orte, finstere Gestalten und der gespaltenen Persönlichkeit der Stadt selbst. Edinburgh mit den Augen des Autors Stevenson gesehen, verbirgt hinter der Fassade einer modernen
immer noch die vergangene Welt des Dr. Jekyll und Mr. Hyde.